Was geht ab, Leute? Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. Na, letztes Mal sind wir hier stehen geblieben. Wir hatten schon Nebel gefunden gehabt. Und ich hatte mal gesehen, blödes Gift jetzt wieder. Dass wir eigentlich schon viel früher hier zu dem Feuer kommen konnten. Weil wir haben hier unter uns jetzt diesen Raum. Oder wir sind jetzt in diesem Raum, wo die ganzen Leitern sind. Und wir konnten hier einfach eine Wand weghauen. Eine Holzwand. Und dann wären wir sofort zum Lagerfeuer gekommen. Naja, gut. Man kann es sich auch schwerer machen, als es ist, aber okay. So, jetzt werden wir mal zusehen, dass wir da ins Loch, in den Nebel gehen. Mein Gott. Also reden ist noch nicht so ganz meine Stärke. So. Ja. Ich habe gestern Abend dann noch mal fix, ja, weil ich wieder nicht abwarten konnte. Ich wollte wissen, ob da jetzt wirklich ein Boss hinter ist oder nicht. Bin ich mal durch den Nebel gegangen. Bin aber dann wirklich nicht weit reingelaufen. Ich habe nur den Nebel halt eben einmal weggemacht und mal geschaut, ob da wirklich ein Boss hinter steckt oder nicht. Hoppala. Wo kommen die denn her? Oh, da ist noch einer. Hallo, hallo. Übertreibt doch nicht. Ey, wo kommen die jetzt alle her? So. Ja. Was ich sagen wollte, hinter dem Nebel, ich spoilere jetzt mal ein bisschen, hinter dem Nebel war kein Boss, sondern ein weiteres Gebiet. Ja, ein weiteres Gebiet war nur dahinter. Da habe ich auch direkt ein Lagerfeuer schon gefunden. Ich habe keine Bolzen mehr. Kidding me. Jetzt muss ich den blöden Bogen auch noch ausrüsten. Ja. Damit zu wenig Schaden oder treffe ich das Ding einfach nicht? Ah, zu wenig Schaden, egal. Ah, ich kann da jetzt nicht durchlaufen. Ah, ich habe keinen Bock, dass meine Ausrüstung kaputt geht. Habe ich irgendwas zum Werfen? Ja, Feuerbombe. Ja, Feuerbombe. Hey, ah, geht doch. So, jetzt aber. Nein, okay. Ciao. So. Also, wir haben. Hier war die Nebelwand. Und hier haben wir jetzt ein neues Gebiet. Und das heißt die Schwarze Schlucht. So, und dann bin ich bis hierhin gelaufen, habe da das Feuer gesehen. Nur eben schnell aktiviert. Und dann bin ich wieder abgedampft. So. Aber jetzt geht ab hier. Jetzt gehen wir weiter. Diese scheiß Statuen, ne? Ich habe echt wenig Bock drauf, dass die mich hier wieder vergiften. Kann ich da runter gucken? Ja, aber man sieht nichts. Die rotzen doch rum. Ich habe gedacht, die ganz grünen, die Dinger, die rotzen nicht. Aber Pustekuchen. Falsch gedacht. Ach komm. Ah, ich treffe die aber nicht so gut, ne? Viele sind denn hier? Ich kann die nicht kaputt rollen, scheiße. Bis ich die alle kaputt gehauen hab, ey. Ist ja schon wieder ein ganzer Part rum. Oh, dann kriegen wir wenigstens ein paar mehr kaputt. Da ist irgendwas wieder im Loch. Man sieht auch schon so eine Hand oder was das ist. Irgendein Körperteil. Greift mich gleich wahrscheinlich wieder an. Diese dreckigen Sif-Statuen hier, ne? Die nerven richtig. Ja, da, ich wusste es.
Oh, get up, Bro. Die eine liegende Statue, die macht immer noch Rotze. Oh. Oh, der gibt ordentlich Seelen. Meine ich gesehen zu haben jetzt gerade. Oh. Hier hätten wir. Kommen hier noch mehr raus? Oh. Doch, da. Können wir Bursche. Und komm. Einer ekligen Knochenhund. Mit dem Auge drin. Bäh. Widerlich bist du. Widerlich. So. Jetzt haben wir gleich. Also dafür ist das Schild schon mal gut zu gebrauchen. Ja, ich wusste es, dass ich das nicht hinkriege, hier alle kaputt zu kriegen, ohne vergiftet zu werden. Mal ein Heiltrank. So. Oh. Und wer ist er? Aua, au. Alter Vater. Willst du mich verarschen? What the fuck? Ich habe erst gedacht, von wegen, der ist so wie die eine Mücke. Und macht nichts. War Pusteblumen. Der Peniswurm hier. Und macht er noch dicke Eier. Da ist noch einer. Ich bin schon wieder vergiftet. Lebensreste. War das jetzt ein Lebensreste? Oh, sind so viele Scheißstatuen. Ich habe keinen Bock auf die Dinger. Jetzt gucken wir uns mal eben kurz den Zauber an, weil er, glaube ich, was wir da gekriegt haben. Chamäleon, große Heilung, Explosion hoch, Verbrennung, Finsternis, Lebensreste. Esoterischer Zauber von Navlan. Dem berüchtigten verbannten Zauberer erweckt die Seelen längst vergrabener Toter. Die Ketzer Navlan wurden mit seinem gesamten Dorf hingerichtet und die bloße Erwähnung seines Namens galt als Verbrechen. Manche behaupteten, er habe die verbotene Kunst der Wiederbelebung zurückbringen wollen. Mhm. Interessant. Hat sich schon irgendwie so ein bisschen nach Voldemort angehört. So, gucken wir mal hier rein, ob wir hier reinkommen. Nein. Komisch, schnell, da kommt so ein langer Wurm raus, aber man kann da nicht reinlaufen. Kein Stück, ne? Ist irgendwie seltsam, ne? Also, dass man von dem einen Giftgebiet in das andere kommt, ne, finde ich schon ein bisschen unsexy. Oh. Komm hier, Bursche. What the? What the fuck? Willst du mich verarschen? Was geht mit ihm, Alter? Da unten im Vader. Aber irgendwie muss ich aber auch sagen, ist das mit dem Schild irgendwie nicht so geil, weil wir kriegen kaum HP dazu. Ich hatte gedacht, von wegen, was wir dann abblocken an Damage, kriegen wir, aber. Oder zumindest ein Teil, aber Pustekuchen. Der ist aber ganz schön aggressiv, so. Und der hat auch ein geiles Schwert. Ah, einmal haben wir ihn schon gebacksteppt. Jetzt ist das zweite Mal, korrekt. Bam, Alter, easy. Schimmernder Lebensstein. Ich wollte eigentlich mal zurückgehen, um da oben mal lang zu laufen. Vielleicht kommen wir da, sind da nur Items, weil irgendwie sieht das so aus, als wenn es da weitergehen würde. Ah, guck mal, hier ist nur eine Kiste. Ja. Ich weiß nicht, ob die uns boxen oder anrotzt. Wahrscheinlich, wenn wir die Truhe aufmachen. Ja. Gut. Schotel und große Zauberwaffe. Schotel ist, glaube ich, ein Schwert. So ein gebogenes, da haben wir hier schon mal öfter mal da. Schotel, yo. Das haben wir schon mal öfter beim Ladescreen gesehen.
sich schon interessant an. Ja, und dann hatten wir noch einen Zauber da drin, große Zauberwaffe. Seelenstrudel. Der sieht auch fett aus. Wo habe ich den denn her? Nein, da. Große Zauberwaffe. Davon hatte ich, glaube ich, schon mal eingedroppt. War nicht so geil. Also gut, damit kann man dann halt quasi, wofür man eigentlich den Aromaschlick benutzt, kann man dann sich zaubern mit dem Zauberer. Aber mit dem Zauberer, sage ich mal. Aber ja, diese Scheiß-Drecksfotzen hier wieder vergessen. Braucht man sowas eigentlich nicht. Und sonst kommst du eigentlich selten an so viel Magie dran. Oder skillt man so wenig Magie oder so viel Magie nicht, um die Scheiße zu machen. Okay, alles gut. Also von daher ist das eher eigentlich irgendwie ein bisschen nutzlos. So. Ach, da kommt wieder seine Hand raus. Die wollte mich direkt greifen, die dumme Sau. Keine Ausdauer. Lass mich. Stier. Ja, unsere Waffe. Ach man, ich vergesse die aber auch immer, ne? Na, guck mal, man kann auch mit dem Schild einen Sprungangriff machen. Ja gut, mit den ganzen scheiß Statuen hier verkloppen. Und macht unsere Waffe ziemlich schnell kaputt, denke ich. Ja, aber wir hatten ja schon mal irgendwo gelesen gehabt, dass wenn man öfter vor Stein haut, gehen die Waffen ziemlich schnell kaputt. Schon wieder vergiftet. Ah, ich weiß nicht, ob hier noch was ist, deswegen würde ich eigentlich gerne die Statuen ja auch alle noch verkloppen. Eigentlich bin ich gerade ziemlich mutig. What? Ich habe nur noch drei von den scheiß Flakons. Bam, Alter. Was eigentlich ziemlich scheiße ist, also ich glaube, ich lasse das mal erstmal. Gut, das ist hier gerade aber auch so extrem dunkel, ich kann da nicht sehen, ob da noch was ist. Aber, ja, da ist schon Nebel. Ja, ich komme noch so eine Hand. Ja, weil mit zwei Flakons dann nur noch so den Boss machen, ist auch scheiße, wenn dann Boss kommt. Aber wenn wir jetzt einmal durch Nebel gegangen sind, wo kein Boss war, dann müsste jetzt eigentlich wieder Nebel kommen mit Boss. Nur wie man. Großschild des bösen Auges ist schon im Arsch, Alter. Okay. Ja, gut, aber irgendwie gefällt mir das auch doch nicht so. Also, gut, hat uns ja auch fast nichts gekostet, ne? Das aufzupimpen, also, drauf geschissen. Der Schaden ist zwar ganz ordentlich, aber. Ja, wir nehmen lieber mal wieder das Dings. Das Drängleck-Schwert. Ach, Schild. Das ist schon ganz ordentlich. Und bis jetzt war sonst noch nichts. Was besser war. Ah, den noch. Den noch. So. Ja, soweit ich jetzt hier sehen konnte, war hier nichts mehr. Da oben ist halt vielleicht noch irgendwie was, aber da komme ich so nicht rein. Ja. Da war noch was. Da kommen wir so auch erstmal nicht rein. Hier war auch nichts mehr. Ich sehe hier gerade echt wenig, weil hier ziemlich. Ja, die Umgebung im Spiel ist ziemlich dunkel und mir knallt hier gerade wieder die Sonne durchs Fenster in die Wohnung. Ja, und deswegen sehe ich gerade nicht ganz so viel, aber hier könnte ich mich vielleicht noch mal abends irgendwann mal dran setzen und mal nachgucken, aber soweit ich jetzt gesehen habe, war erstmal nichts. Ja, und jetzt kommt ein Boss, so wie ich mir das dachte. Das sind ein Schweinehaufen. Aber so einen hat man auch schon in Dark Souls 1 gesehen. Ach, der Drecksack bastelt die ganzen scheiß Puppen oder was? Mieser Krüppel, ey. Dafür müssen wir den extra nochmal besonders hart aufs Mett hauen.
Er sieht schon irgendwie bäh aus. Okay. Brüllen kann er auch. Der Verkommene, also sieht er auch aus. Hallo, Dickerchen. Übertreib doch nicht so voll. Geht. Ah, ich glaube, ich sollte mich davon nicht treffen lassen. Ich glaube, der ist easy, der ist schaffbar. Autsch. Bis jetzt macht er ja noch nicht so wirklich dicke Sachen. Aber noch ist er auch noch nicht tot. Oh. Mal kurz. Ah, nein, 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 nein. Feuer. Oh. So was Dummes. Aber auch. Böse werden, der Typ. Ah, so was Dummes, ey. Dann latsche ich da hinter dem ins Feuer, ey. Schweinerei. So, jetzt können wir Feuer da benutzen. Kacke, ey. Habe ich gedacht, jetzt kann man immer One-Hit oder One-Try versuchen, aber Pusuku. Ich renne wieder irgendwo dämlicherweise in so eine scheiß Falle rein oder in so ein blödes Feuerfeld. Ah, jetzt benutzen wir aber auch mal ein Menschenbild. Scheiß drauf. Setzen uns nochmal kurz ins Lagerfeuer. Und mal ein bisschen Wärme mitnehmen. So. Und jetzt machen wir mal Rambazamba hier. Wir rennen da jetzt nämlich einfach durch. Scheiß auf die Giftfotzen hier. Macht die ja jetzt nicht nochmal kaputt. Wäre ja blöd. Oh, oh, oh. Ich glaube, das funktioniert nicht mit dem Durchrennen. Nee, ich glaube, das wird nichts mit dem Durchrennen. Ab zum Feuer wieder. Also hier kann man noch durchrennen, aber dann spätestens da, wo die Hände rauskommen, dann müssten wir dann doch die Hände auf jeden Fall kaputt machen. Ah. Gut. Auf ein neues. Also den ersten Versuch mit dem Durchrennen, den vergessen wir mal schnell wieder. In was für einen Winkel können die denn auf mich schießen, Alter, die Behinderten? Ist ja unfassbar, ey. Komm her, du dumme Kralle, ey. So. Scheiße ist auch, dass ich die nicht umrollen kann. Dann wäre das so einfach. Naja. Aber gut, wahrscheinlich wäre das dann zu einfach. Hierhin. Komm, komm zu Papa. Die andere war gerade getötet. Ich mach wieder irgendwelche Faxen hier. Ja, und das mit dem Durchrennen hätte glaube ich sowieso nicht funktioniert, weil wegen hier kommen ja diese komischen Würmer jetzt raus. Fallen lassen. Erneuter Tod. Autsch. Diese scheiß Statue, ne? Ach, hör doch auf, den anzuvisieren. Symbol will ich nicht holen. Was
Tasche.